Ja, moin moin liebe Leute, hier sind wieder Volker und Dietmar vom Motorradtest.de. Wir sind in Hamburg an einer sehr befahrenen Straße. Es ist laut hier. Genau. Wir sind bei Ducati Hamburg, schöner Laden. Und ja, Ducati Hamburg hat uns zum Test hingestellt eine wunderbare Ducati Supersport 950, und zwar in der S-Variante. Richtig. Das ist ein Vorführer, und wenn ihr mal Bock habt, die Probe zu fahren, dann kommt hier mal vorbei. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, vielleicht mache ich da nochmal einen extra Take. Hier stehen tausende von wunderschönen roten Ducatis. Oder 900. Über 900? 900 Ducatis stehen hier. Glaube ich nicht, aber egal. Egal. Auf jeden Fall jede Menge Ducatis zur Probe fahren. Die Supersport 950, oder die Supersport gibt es seit 2017, und diese 950er hier gibt es seit 2021, also quasi ein Facelift der alten Maschine. Gibt es auch als A2-Variante. Und ja, wie gesagt, wir haben hier die S-Version zur Verfügung gestellt bekommen. Die S-Version unterscheidet sich vor allem beim Fahrwerk. Die Standard 950er hat eine Mazzocchi-Sachs-Kombination. Und hier haben wir vorne und hinten eine Öhlinsgabel. Und es gibt hier diese schöne Sozius-Abdeckung. Das heißt, heute entfällt auch der Sozius-Test. Du, ich setze mich hier rauf. Nee, das machst du glaube ich nicht. Und ja, die Standard gibt es nur in Rot, so wie diese hier, aber die S-Variante, die wir heute für euch testen, gibt es in Weiß und in Rot. Wir haben jetzt auch eine rote, wobei... Klar, Ducati Rot, logisch. Ja, aber ich finde die Weiße eigentlich geiler. Ich finde, bei der Supersport passt das irgendwie ziemlich gut, aber gut, Geschmackssache. Ducati, aber sie wollen ja auch so ein bisschen einen auf Panigale machen, deswegen passt das Rot eigentlich auch wiederum ganz gut. Hast du recht, genau. Ist tatsächlich optisch so ein bisschen wie eine Panigale. Ja. Ne? Ja. Gut, die Standard 950er Supersport kostet 13.400 Euro und diese hier, die S-Variante, kostet 15.700 Euro. Und Ducati selbst sagt zu diesem Modell, die neue Supersport 950, your way to Sport. Ganz einfach. Soll eigentlich ein Sporttourer sein, aber ob das nun wirklich ein Tourer ist oder eher eine Sportmaschine, das werden wir in den nächsten 30 Minuten für euch rausfinden. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gepäck. Bereit. Gestellt. Oh, Entschuldigung. Mach nichts. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und schon wieder los! Jo, kommen wir zu den Abmessungen. Der Supersport 950S. Dietmar macht sich's jetzt mal wieder gemütlich. Zupft die Mütze zurecht. Warm heute. Ja, richtig schweinewarm. Jetzt richtig warm. Länge 2,12 Meter. Sitzhöhe 81 cm, wie fühlt sich das an? Oh, ich sitze voll drin in der Maschine. Ne? Integriert? Ja, du bist ja eben schon gefahren. Man ist so ein bisschen, man wird schon so ein bisschen dahin gepackt, wo man sitzen muss eigentlich, so finde ich. Ne? Ja, ja. Man kann so ein bisschen hin und her rutschen. Genau, und man sitzt schon drin in der Maschine. Man sitzt schon drin, genau. Ja. Und Radstand 1,48 m, Gewicht vollgetankt 218 Kilo. Ja, und Leute, man sollte es können, ich erspare mir das jetzt und vor allen Dingen euch, hier Platz zu nehmen. Hinten ist ein Fußrasten da, hinten die Abdeckung hier, die kann man abnehmen. Und dann könnte man auch zur Not jemanden mitnehmen, aber ich glaube, das ist nicht so die Maschine, die unbedingt sozius-tauglich ist. Also nee, also bei der S ist das auch serienmäßig dabei, diese Sozius-Abdeckung. Die soll natürlich optisch was hermachen, tut es auch, finde ich. Genau. Oh, guck mal, jetzt hallo, Wauwi. Hallo, Wauwi. Und wenn ihr die Standard kauft, dann kriegt ihr die eben ohne Sozius-Abdeckung. Bello, genau. Bell mal. Bello, Bell. Auf der linken Seite haben wir dann hier den Schalter für die Fahrmodi. Hier kann man das Cockpit bedienen. Das ist hier die Lichtsteuerung. Hupe und Fernlicht. So, und dann schauen wir uns mal das Cockpit an. Das ist jetzt auch abgedatet. Ja, erinnert mich doch sehr an die Monster, muss ich sagen. 4,3 Zoll TFT-Farbdisplay. Ja, die Anzeigen, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Das kennt ihr. Interessant ist hier an der Seite, das macht Ducati immer so ein bisschen little, finde ich. Würde ich mir ein bisschen größer wünschen. Das sind die einzelnen Mappings. Zum Beispiel vom Quickshifter, der ist an. Dann seht ihr hier DTC, Stufe 5. Es gibt eine 8-stufige Traktionskontrolle. ABS ist auf 3 eingestellt. Und dann haben wir noch eine Wheelie Control auf 3. Ja. Sehr viele Anzeigen, muss ich sagen. Und jetzt achtet mal hier auf diesen Bereich. Jetzt drücke ich mal hier diesen Kippschalter. Und da seht ihr hier, es gibt hier einen Bordcomputer mit sehr vielen Informationen. Und wenn ich jetzt länger auf den Mode-Schalter drücke, dann kommen hier die drei Fahrmodi zum
Vorschein, das ist einmal Sport, Touring und Urban. Und wie man schon vermuten kann, Sport ist halt, hier seht ihr dann die einzelnen Mappings. Traktionskontrolle ein bisschen runter. Jetzt mal hier in den Urban-Modus, dann seht ihr den Unterschied hier im Urban-Modus. Das ist so eine Art Regenmodus, würde ich mal sagen. Ja, da ist die Traktionskontrolle dann ein bisschen stärker. Naja, und so weiter und so weiter. Also drei Fahrmodi, die man aber, wenn man möchte, dann auch noch selbst umstellen kann. Ich finde, die Bedienung läuft ja eigentlich relativ leicht von der Hand. Ja, finde ich fast cooler, muss ich sagen, als mit diesen Joysticks. Das ist immer so ein bisschen Gewöhnungssache. Aber also ich komme mit diesem einfachen Bedienelementen hier, ein Kippschalter nur und dann halt einen Notschalter, irgendwie spontan besser zurecht. Also insofern von der Bedienung her gefällt mir das ganz gut. Das Cockpit ist, wie gesagt, ein bisschen klein. Mal sehen, wie das mit der Ablesbarkeit ist. Das werden wir dann nachher während der Fahrt nochmal kritisch beäugen. Ja, Beleuchtung vorne voll LED und es gibt ja auch hier ein LED-Tagverlicht. Ich weiß jetzt nicht, du musst mir mal ein bisschen assistieren, Volker. Ja, das sieht schon recht geil aus. Ändert sich das jetzt, wenn ich hier drauf drücke? Nee, es geht nur das Tagverlicht an. Okay, dann muss ich jetzt mal die Maschine anmachen. Oh, dazu muss ich erstmal in den Leerlauf gehen, ne? Sonst fliege ich hier gleich. Na, ich fliege vor allen Dingen. Ja. So, hier ist noch ein Schalter zwischen LED. Ja. Und links da auch noch. Auch. Fernlicht und blinken können wir auch. Das ist alles schick, das ist alles schön. Das ist alles Serie. Ja, hinten natürlich auch Full LED. Ihr seht schon hier die Blinker. Das ist anders als bei der, oh Gott, war das jetzt bei der Monza oder bei der Panigale? Da hatten wir so Lauflichter. Das war bei der Panigale, ne? Panigale nicht. Bei der Multistrada, glaube ich. So. Und bei der Monza. Ist egal. Haben wir hier jedenfalls nicht. Sieht aber Monza geil aus. Sieht geil aus, ne? Hier ja. Schön. Ich bremse auch noch mal eine Runde. Ja. Herrlich. LED. So Leute, starten wir zur Probefahrt am Steuerknüppel Volker. Sitzposition ist für mich okay, so leicht nach vorne orientiert zum Vorderrad und der Allerwerteste hinten, der wird so ein bisschen nicht in die Zange genommen, also man hat so ein bisschen Bewegungsfreiheit, aber man rutscht so ein bisschen leicht nach vorne. Es ist nach vorne leicht abschüssig, würde ich sagen. Aber das ist völlig okay. Ja, das ist so vom Gefühl her so typisch V2-Feeling. Typisch Ducati-Feeling, was ich aber positiv finde. Man ist so leicht auf die Handgelenke gestützt, also bei Geschwindigkeiten, wie man jetzt sieht, so knapp 60, ist es auf die Dauer unangenehm, weil da lastet ziemlich viel Gewicht auf den Handgelenken vorne. Und ich finde auch, dass Gas und ja, dass der Gasgriff ein bisschen dünn ist, finde ich einfach. Der könnte eigentlich so ein bisschen dicker sein. Ich habe eben auf so einem längeren Stück gemerkt, dass es so ein bisschen verkrampft. Ich weiß nicht, ob das tagesformabhängig ist bei mir, aber ich habe das Gefühl, der ist irgendwie so ein bisschen dünn. Gleiches gilt auch für die linke Seite, für die Kupplungsseite. Ja, ausgestattet ist die Maschine mit einem Quickshifter. Der funktioniert auch echt klasse, wobei man beim Runterschalten schon ein bisschen energischer zutreten muss. So, leichter Winddruck auf dem Oberkörper, aber bei der Geschwindigkeit sehr angenehm. Man wird so fast eben getragen. Ich weiß nicht, wie es auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten ist. Mal gucken, ob sich das anbietet. Das probieren wir nachher nochmal aus. Die Kurvenwilligkeit von diesem Teil, die ist, finde ich, schon echt sensationell fast. Also das Ding, man braucht eigentlich nur denken, was man will. Und das Ding macht es. Dieses Auspuffbrabbeln ist einfach geil, wenn man Gas wegnimmt. Übrigens, der Wendekreis, der ist schon relativ groß. Also ich kann jetzt nicht auf einer normalen Landstraße damit wenden. Dann kommen die Lenkerenden, die stoßen dann einfach an am Tank. Übrigens hat das Ding eine ganz gesunde Hitzeentwicklung. Das spürt man gerade am rechten Oberschenkel. Wir haben zwar jetzt nur 84 Grad, aber ich hatte eben eine Weile 97 Grad im Stop-and-Go-Betrieb und da wird es dann richtig mollig warm am rechten Oberschenkel. Bremse, dazu möchte ich noch mal was sagen. Die Bremse ist bei diesem Teil einfach echt sensationell. Ich bremse jetzt mal nur hinten. Spürt man sauber den Regelbereich. Das ist für eine Hinterradbremse schon richtig cool, was die leistet.
und auch vorne. Man merkt, dass sie so leicht anfängt zu tänzeln. Das heißt, das Hinterrad wird ein bisschen leicht. Aber bleibt jederzeit sauber in der Spur. Ich wiederhole das nochmal einmal aus etwas höherer Geschwindigkeit. Das ist schon cool. Also die Bremse ist super dosierbar und einfach von der Bremskraft ist das Ding echt enorm. Hat das Gefühl, die tastet sich immer so ganz fein an der Blockiergrenze entlang. Schon stark. So, lassen wir jetzt mal bei 2.500, fünften Gang. Selbst das macht er ohne zu mucken, dass er da beschleunigt noch. Okay, das fühlt sich zwar jetzt nicht so richtig super an, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man quält ihn. Sollte das Gas natürlich nicht voll aufreißen bei diesem Drehzahlbereich, aber man kann das durchaus so in dem Bereich um 2,2, 2,5 kann man ihn ruhig. Ach scheiße, die Blitze, ich hasse es. Die Leute lästert jetzt nicht. 59 bei 50, ja okay. Also unter 2,5 sollte man ihn nicht fallen lassen. Alles darüber ist klasse. Zurück zum Stützpunkt. Das ist jedenfalls eine Maschine, die wirklich richtig viel Spaß macht. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich sie einordnen soll. Darüber unterhalten wir uns gleich nochmal. Aber sie macht sehr viel Spaß und das ist ja, finde ich, beim Motorradfahren eigentlich auch die Hauptsache. Es soll Spaß machen. Da steht schon Didi, putzt den Bildschirm. Ab auf die Wiese, Leute. Ja, Technik. Die Supersport 59 hat nach wie vor einen Gitterrohrrahmen aus Stahl. Kann man hier auch schön sehen, rot lackiert. Hier seht ihr es auch schon, hier ist er angeschlagen am Motor. Das heißt, der Motor ist mittragendes Element. Und ja, die S-Variante hat, haben wir ja schon, glaube ich, anfangs gesagt, ein Ölinsfahrwerk. Hier vorne eine schöne Gabel, voll einstellbar, gold eloxiert mit einem Standrohrdurchmesser von 43 mm. Echt schön hier, diese DLC-Beschichtung, wunderbar. Und ja, bleiben wir mal vorne. Wir haben natürlich eine 17 Zoll Felge mit 120/70er Reifen, Federweg von 130 mm. Und als Reifen kommt hier zum Einsatz, das war auch schon bei der Vorgängerin so, von Pirelli der Diabolo Rosso Tre. Und ja, Bremsen vorne, das ist jetzt allerdings ein Update. Gegenüber der Vorgängerin bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hatte noch nicht so einen schönen Brembo-Bremssattel. Brembo hatte er auch, aber das hier ist kein, nicht irgendein Brembo, sondern der M432, radial verschraubter Monoblock, Vierkolben-Festsattel. Und ja, wir haben eine halbschwimmend gelagerte Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 320 mm. Also das ist doch alles schon ziemlich fett, muss ich sagen, und die bremst auch irre. Also das werden wir euch nachher nochmal dann zeigen, während des... Ja, guten Tag. Nö, Sie stören nicht. Gehen Sie ruhig vorbei. So, hinten haben wir dann hier von Ölins auch ein Zentralfederbein. Das kann man natürlich auch voll einstellen. Federweg hinten 144 mm. Und ja, die Felge hinten, 17 Zoll Felge, wie sich das gehört. Und wie man auch sehen kann, Einarmschwinge hier, alles schön frei. Schade, der Auspuff ist mir fast ein bisschen zu weit rein eigentlich. Es gibt aber, das kann ich vielleicht gleich mal an dieser Stelle sagen, im Zubehör ein Acra Underseat. Volker. Ja, das sieht natürlich bestimmt zwei Tüten hier, so wie früher, ne? Total geil. Kostet allerdings auch nur die Wenigkeit von 2.300 €. Geschenkt. Geschenkt, genau. Aber es sieht irgendwie echt stark aus. Müsst ihr euch mal angucken. Ja, was ist noch zu sagen, was die Technik angeht? Die Bremse hinten haben wir noch nicht, glaube ich. Das ist hier ein Zweikolben-Festsattel. Und ja, die Scheibe hinten hat ein Durchmesser von 245 mm. Die Maschine hat Kurven-ABS. Und dann schauen wir uns mal den Motor an. Vielleicht gehst du mal ein bisschen ran. Das hier ist dieser schöne V2, dieser LV2. Den kennt man zum Beispiel von der Monster, von der neuen. Das ist ein 937 Kubik V2 in L vom desmodromisch gesteuert. Und flüssigkeitsgekühlt. Er leistet hier bei der Supersport 59 110 PS bei 9000 Umdrehungen. Und 93 Newtonmeter bei 6.500. Das sind fast die gleichen Werte wie bei der Vorgängerin. Kommt ein bisschen eher die Leistung. Früher war sie, glaube ich, bei 9.500. Er ist jetzt schon bei 9. Der Tank hier hat einen Inhalt von
16 Litern, die Maschine verbraucht 5,6 Liter im Schnitt. Das reicht dann etwa für 285 Kilometer. Maschine hat natürlich einen Kettenantrieb, ein Sechsganggetriebe. Und es gibt hier, und das ist auch ein Update, es gibt eine Anti-Hopping-Kupplung und mit einer radialen Pumpe. Das heißt, die soll extrem einfach sich schalten lassen. Ist eigentlich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil wir hier ja auch einen Quickshifter serienmäßig haben an Bord. Und der ist super soft. Das werden wir nachher nochmal während der Fahrt euch dann beschreiben. Der ist übrigens nicht nur bei der S-Serie, sondern auch bei der normalen Standard 59er. Super geiler Quickshifter. Das hat Ducati echt drauf, finde ich. Und ja, Kettenantrieb, sagt ihr schon, Hauptständer gibt es nicht. Es gibt hier nur einen Seitenständer. Das war's zum Thema Technik. Beschleunigung 0 auf 100 auf der Ducati Supersport 59. Ich bin im Sportmodus und werde mal gucken, dass ich jetzt den Quickshifter auch erst dann bemühe, wenn ich so beim Begrenzer bin, so bei 9000 etwa. 3, 2, 1, ab geht's. Ja. Dann dauert das auch nicht so lange, ne? In den Papieren steht die Supersport 59 mit 3,3 Sekunden. Ja, glaube ich gerne. Dann machen wir jetzt noch mal hier den Durchzug. Von 60 auf 100. Im fünften, also mache ich jetzt mal lieber nicht mit dem Quickshifter das Schalten. Das mag, glaube ich, der V2 nicht. 3, 2, 1. Und los geht das Füchschen. Jawohl. Zügigst. Zügige Angelegenheit, würde ich mal sagen. So, Probefahrt auf der Ducati Supersport 950S in Feuerrot. Was ich besonders cool finde, ist hier designtechnisch diese Kiemen. Und hier von vorne sieht sie jetzt echt fast aus wie eine Panigale, ne? Schön schlank das Ganze. Geil. Also wirklich. Die Supersport ist ja, als sie rauskam, oder als sie vorgestellt wurde, vielmehr 2016 auf der EICMA, zum schönsten Motorrad gewählt worden. Gut, das ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber kann ich irgendwie verstehen. Also das ist echt ein schönes Bike. Ich würde sie allerdings in Weiß nehmen. Aber gut, da werden jetzt alle Ducatisti sagen, ein Vollpfosten in Weiß. Ja, ich sitze drauf. Ich sitze sehr schön integriert in der Maschine und ich merke auch sofort, okay, das ist hier ein Sporttourer mit Fokus auf Sport. Blick zurück. Joa. Könnte besser sein, hätte ich mir jetzt auch besser vorgestellt, weil die Spiegel relativ weit draußen sind, aber ich sehe schon meine Ellenbogen, also meine Schultern. Naja, jetzt aber kein Riesenbeinbruch. Obwohl rechts ist der Blick nach hinten eigentlich ganz gut, links irgendwie nicht so. Merkwürdig. Vielleicht bin ich links einfach weniger schlank als rechts. Ja, jetzt rede ich wieder von Quatsch. Gut Leute, dann machen wir mal eine Probefahrt. Auf der Ducati Supersport 950. Boah. Also laut ist sie auf jeden Fall schon mal. Wir haben ja vorhin schon einen Soundcheck gemacht, habt ihr ja schon gesehen. Oder vielleicht kommt er auch noch, weiß ich jetzt nicht von der Reihenfolge. Ist egal, jedenfalls. Also ich weiß nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, mittlerweile, ich weiß nicht, ob diese ganzen komischen
95 Dezibel Diskussion und so weiter liegt, aber ich finde mittlerweile auch, Motorräder müssen nicht immer so laut sein und irgendwie ist Ducati da immer noch so ein bisschen hinten dran, finde ich. Aber gut, gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, hier, komm, V2, den muss man ja auch hören. Und das ist hier in der Tat der Fall, kann man nicht anders sagen. Ich glaube irgendwie, dass die Drosselklappe, Auspuffklappe hier vom Auspuff irgendwie zwischen, was war das, 45 und 55 oder sowas zu ist. Wahrscheinlich, damit sie die Euro 5 irgendwie hinkriegt. Und ansonsten geht die aber schnell auf und dann ist auch schnell Alarm. Oh, hier ist Rollsplit. Also, sie ist echt laut, aber irgendwie ist es natürlich auch ganz, ja, klingt irgendwie, also man merkt, dass man Motorrad fährt, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten, ihr seht, ich bin hier eher im langsamen Geläuf unterwegs, macht aber nichts. Und die Supersport, das war schon bei der Vorgängerin auch der Fall. Das ist halt, ja, das ist halt wie so ein Supersportler. Die will irgendwie sich in die Kurve reinballern. Und das funktioniert auch super einfach. Also das ist jetzt im Vergleich zu anderen Sporttourern. Also wenn ihr mal an richtig fette Geschosse denkt. Und wo bin ich denn hier gelandet? Muss mal wieder umkehren. Was weiß ich? Sporttourer, was haben wir denn da? FJR 1300 von Yamaha. Oder auch die BMW RS 1250. Oder meinetwegen auch die Carver Ninja 1000 SX. Guten Tag. Die sind alle wesentlich eher auf geradeauslauf getrimmt. Und hier die Supersport, die, das ist echt auch ein Kurvenräuber. Also die fährt natürlich auch geradeaus solide. Also im Sinne von präzise und souverän. Aber die lässt sich halt auch super geil in Kurven werfen hier. Da muss man jetzt nicht irgendwie lange nachdenken, bevor die Kurve kommt, welchen Winkel man nimmt und so weiter. Das kann man alles auch in der Kurve noch gut korrigieren. Also sehr, sehr sportlich. Also man merkt irgendwie dann doch, ja, es ist jetzt keine echte Panigale, aber eine halbe, würde ich mal sagen. Ja, was ist noch zu sagen? Der Quickshifter, ich weiß nicht, ob Volker das schon bei seiner Probefahrt gesagt hat. Also da muss ich ja Ducati mal wieder erneut ein extremes Lob aussprechen. Also der ist ja sowas von butterweich. Ja, das Display, das hatte ich ja vorhin im Cockpit-Kapitel gesagt. Das wollen wir noch mal während der Fahrt dann überprüfen, wie das mit der Ablesbarkeit ist. Ist gut. Ist zwar ein bisschen klein und ich, wie gesagt, ich finde auch die ganzen Anzeigen hier so ein bisschen little. Aber ablesbar ist sie gut. Also zumindest die Informationen, die ich wissen will, die für mich wichtig sind, Geschwindigkeit, Gang, Drehzahl, sind sehr gut ablesbar. Widmen wir uns noch mal dem Titel, dem Kapitel Lastwechsel konstant verruckeln. Also gut, da will ich euch jetzt nichts vormachen. Wir haben hier einen V2 und der hat Lastwechsel. So, das ist einfach so. Wenn ich Gas gebe, wenn ich vom Gas runtergehe, nickt sie ein bisschen ein. Wenn ich Gas gebe, ruckelt es ein bisschen. Und das ist auch so, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt mal hier 30 im dritten. So, jetzt gebe ich Gas. Oh, das ist halt der gute alte Desmo L V2. Das mag er nicht. Also er macht es. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie dann nicht aus dem Keller kommt, aber man merkt eindeutig, der schüttelt sich und rüttelt sich und sagt seinem Piloten oder der Pilotin, Junge, gib Gas, beziehungsweise fahr ein bisschen höhere Drehzahlen. Das ist ja hier kein Ponyhof. Und das macht man dann auch gerne. Ja, ansonsten Fahrwerk straff, sportlich gut. Ich sitze hier nicht auf der Rennstrecke, insofern kann ich jetzt nicht wirklich eine super kompetente Aussage dazu machen, aber ich meine, das ist ein Öldienstfahrwerk und das fühlt sich schon alles sehr fein an. Wobei ich auch immer der Meinung bin, um ehrlich zu sein, dass das Standardfahrwerk eigentlich reichen sollte. Es ist ja so, das Standardfahrwerk hier mit Mazzocchi und Sachs, das ist ja auch nicht schlecht. Also insofern, glaube ich, würde es mir persönlich, würde auch die Standard 59er reichen. Oh,
Oh, dieser Motor, das ist echt, das ist schon geil. Aber es ist halt V2 Geboller, ne? Also dessen muss man sich bewusst sein. Wer jetzt vom Vierzylinder kommt und dieses samtige, seidige mag, der wird hier erstmal einen Kulturschock bekommen auf so einer Desmo V2. Das ist schon echt ein anderer Schnack. Aber mir persönlich gefällt das super. Moin, das ist Volki. Ja, ansonsten, ach, eigentlich kann ich hier auch wenden. Ich bin im Grunde genommen fertig. Volker ist ja auch eine ganze Zeit mit euch gefahren. Sollte eigentlich mal reichen so. Unsere Fahreindrücke. Ein bisschen nervig ist hier das Wenden. Das ist echt auch super sportlermäßig. Also da hat man jetzt nicht so viel Spielraum. Ja, eine schöne Maschine, muss ich echt sagen. Und alles Weitere erfahrt ihr dann gleich im Collision-Gespräch. Bis gleich. Ja, jetzt sind Volker und ich die Ducati Supersport 950S ordentlich rauf und runter geschrubbt hier und wollen euch mal erzählen, wie sich das Ganze so anfühlt. Volker, fang du mal an. Wie du bist, du bist ja noch nie. Du bist ja noch keine Supersport vorher gefahren, ne? Nein, ja, jedenfalls nicht die. Nee. Wie findest du? Also. Es ist schon eine geile Maschine, obwohl das Wort kann man ja schon bald nicht mehr aussprechen, ohne dass man Kritik erntet. Aber es ist schon echt eine coole Maschine, weil ich fange erstmal bei der Optik an. Die sieht einfach rattenscharf aus. Ja. Ich finde, die sieht so klasse aus. Und das ist so richtig typisch für Italiener. Dieses Design, das haben sie echt drauf bis zum Exzess. Und ich finde, die ist auch von der Verarbeitung richtig gut gemacht. Mhm. Also das ist auch so schöne Details hier, ja, ne? Dieses Logo, die Ziernähte. Guck mal hier um die Ecke, hier so rein. Ne? Ja, ja. Das ist, haben sie schon echt gut gemacht. Ja. Auch, also auch alles, was mit Metallbearbeitung zu tun hat. Ja. Die gefrästen Teile da vorne am Lenkkopf. Auch hier, dass das hier so lackiert ist, hier vorne. Ne? Ja, also sieht einfach richtig hochwertig aus. Ja. Und ich finde vom Fahren her, das ist so eine Maschine, gehört nicht zu meinem Beuteschema, aber das hat ja nicht viel zu sagen, denn ich bin ja schon ein bisschen betagter als die meisten anderen, vielleicht die Motorrad fahren, aber es macht echt Spaß, finde ich. Und das ist das Hauptsächliche, finde ich, warum wir eigentlich Motorrad fahren. Es muss Spaß machen. Ja. Ich finde, die hat sensationell geile Bremsen. Ja. Also was mich gewundert hat, dass sogar die Bremse hinten richtig gut ist. Ja. Die trägt man echt, es ist enorm, die zur Bremsleistung beiträgt. Das ist richtig klasse. Bei manchen denkst du, du trittst in so einen Sack Mehl rein. Und hier, ja, und hier merkst du richtig, wie das Ding Geschwindigkeit abbaut. Ja, richtig stimmt. Klasse. Und die Dosierbarkeit vorne ist ja echt ein Gedicht. Ne? Ja. Also ich habe kaum eine Bremse bis jetzt gehabt, die besser ist als die. Ja. Die ist echt absolute Spitze. Das stimmt. Na, vielleicht auch die M50er, ne? Aber ansonsten die M4 ist einfach schon richtig super, finde ich. Und die Maschine ist, sagen wir mal, wenn ich das schon höre, was ist denn das nun eigentlich? Ist das jetzt, Gute Frage, ne? Das soll ja ein Sporttourer sein, ne? Und irgendwie gibt es diese Kategorie ja eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich ist sie ausgestorben. Also wenn man jetzt mal die vergleicht, jetzt, ich sag mal, der klassische Sporttourer, das war früher die FJR 1300, ne? Genau. Hat doch nichts damit zu tun. Nee, überhaupt gar nicht. Also man muss eigentlich sagen, war so ein Langstreckenbomber. Ja, genau. Ich finde auch alleine schon hier dieser M-Lenker und sowas, ist das doch kein Tourer. Also das finde ich irgendwie, das ist eine Sportmaschine, das ist im Grunde genommen eine kleine oder eine günstigere Panigale. Genau. Alleine schon hier mit Sozius-Abdeckung, serienmäßig. Also das ist kein Tourer. Also ich meine, natürlich kann man da jetzt irgendwie, kann man da überhaupt was ran? Ja, natürlich gibt es da sicherlich auch einen Koffer dafür. Ja, und kleine Minitaschen gibt es da, glaube ich, für die sich auch nicht kommen, eigenen größere Gepäckmengen unterzubringen. Also es ist eigentlich kein Tourer, finde ich auch. Gut, man kann vielleicht damit alleine mal eine Tour machen, sagen wir mal, was weiß ich. Das kannst du aber mit jedem Motorrad. Das kannst du mit jedem Motorrad machen, das stimmt. Genau. Also für mich ist das so ein typischer Langstraßenfeger. Ja. Wobei ich finde, man kann mit der bestimmt auch richtig gut auf die Autobahn gehen. Ja. Das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch mal kurz. Und ich finde, man ist sowieso total verwöhnt heutzutage. Ich meine, wenn man jemandem vor 30 Jahren so eine Kiste hingestellt hätte und sagt, weißt du, das ist eigentlich so für die Autobahn nicht so ganz gut, aber es ist vielleicht auch ein bisschen sportlich, ein bisschen Tourer. Es ist ein Sporttourer. Ja. Aber du kannst damit nicht nach Hannover fahren, das ist ja nur Autobahn. Es ist doch ein Käse ohne Ende. Ja. Ne? Ja. Ich meine, das ist ein Hammerteil. Das ist ein Traumbike. Ne? Also ich finde auch, und du hast das schon gesagt, ich finde schon,
ein wesentliches Merkmal dieser Maschine ist einfach das Design. So, ne? Und ja. Wir hatten ja letztens auch eine Umfrage bei uns auf dem Channel. Da haben wir ja gefragt, Leute, was ist euch am wichtigsten bei einem Motorrad? Platz 1 Design. Ne? Ja, Design. Das ist, ne? Das ist auch so. Und das ist so typisch hier Einarmschwinge und dann natürlich bei diesem Ölinzier diese Goldsachen. Ne? Ja. Da kann man sich ins Wohnzimmer stellen. Ja, genau. Ich glaube, das machen auch einige. Ja, ja. Aber davon mal abgesehen, ist sie halt auch technisch 1A. Ne? Ja. Also Ducati hat wirklich in den letzten Jahren, finde ich, extrem gewonnen. Ne? Mm. Also hier diese hier die Kupplung, ne? Diese Antihopping-Kupplung und dann auch die Bremse hier mit der Radialpumpe vorne und so. Ne? Also das ist alles, boah, das ist alles so geil. Ja. Ne? Also das kann man echt nicht anders sagen. Ich finde auch die Bedienung schön einfach. Ja. Der Quickshifter ist ein Traum. Der ist super, ne? Der ist super. Und der V2, okay, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, ich selbst fahre ja auch einen V2. Ich mag V2s, ja. So, aber das muss man auch mögen, ne? Ja. Weil natürlich ist der ein bisschen bockig, ne? Ja, der ist ein bisschen rumpeliger einfach, genau. Ne? Dann merkt man das Ding, dass er so ein bisschen da rumpelt und arbeitet was. Ja. Aber ich meine, das ist okay. Es ist auch nicht jedermanns Sache, so eine Turbine unterm Arsch zu haben, die nur summt, ne? Genau, genau. Das ist zum Beispiel nicht so mein Ding. Ja. Ich mache es ganz gern, wenn die Teile noch gerne. So, ja, und wenn die so ein bisschen Lebensäußerung haben und auch ein bisschen, die können auch ruhig ein bisschen Lärm machen. Das stört mich auch nicht. Und das haben wir hier. Das stören die anderen Leute, aber egal. Ja. Aber das macht sie auch. Und ich finde, ich finde beim Gas wegnehmen, das Brabbeln, das hört sich geil an. Ja, ja, ja. Kleine leichte Fehlzündung. Fehlzündung, ne? Ja, geil, ne? Ja. Da kaufen sich einige. Mit, welche Viecher hat man hier immer am Arm? Ein extra Auspuff dafür braucht man hier gar nicht, ne? Braucht das man sowieso nicht. Cool. Wobei, ich hatte das bei meiner Probefahrt angemerkt, ich muss es jetzt nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, was dieses Laute soll, ehrlich gesagt. Also ich finde, Ducati übertreibt es immer ein bisschen. Ne? Ich finde, die ist nicht zu laut. Was? Nö, finde ich nicht. Findest du echt nicht? Nö, die ist genau richtig, Leute. Okay. Ja, das habe ich übrigens auch gesagt. Das ist natürlich so eine Geschmackssache. Ich meine, du stehst auf Sound. Aber ich finde, als du jetzt zum Beispiel eben weggefahren bist, hörte sich das nicht übermäßig laut an. Okay. Das war, finde ich, völlig okay. Alles klar. Oh, ich finde, dieses Thema wird auch wirklich überstrapaziert. Ja, ich weiß, wenn ich jetzt schon wieder dieses ganze Gelaber mit Streckensperrung, Motorradfahrverbote, ich könnte den allen in den Arsch treten, wirklich. Das geht mir so auf den Geist. Ja, hast schon recht. Also ich habe da jetzt gar nicht so dran gedacht. Ich habe mich halt gefragt, wenn das jetzt meine wäre und ich damit irgendwie fahren würde. Mhm. Also ich glaube, auf Dauer wird es mich ein bisschen nerven. Aber ihr merkt schon, ne? Da wir habt sind jetzt halt mal zwei unterschiedliche Meinungen. Das ist völlig okay. Und ich denke mal, die meisten Ducati-Fans werden sagen, Volker hat recht, Dietmar ist ein Spinner. So ist Spinner es halt, nicht, ne? Aber es ist einfach Idiot, so. Idiot, ne? Nein, das auch nicht. Vollhaus. Ich würde sagen, völlig bekloppt. Genau. Nein, okay. Ich finde, es ist einfach, jeder hat so seinen Geschmack. Ja, ne? Genau, so ist das. Gut, dann würde ich sagen, dann schnallst du gleich nochmal deinen Helm auf und gehst nochmal auf die Autobahn, ne? Genau, das mache ich. Und dann schauen wir mal, wie die da abgeht, ne? Muckwi. Zum Winddruck, natürlich ganz logisch bei hoher Geschwindigkeit, ist ja schon eine ganze Menge, da sollte man sich schon so ein bisschen zusammenfalten. Aber ansonsten, so bei 140 zum Beispiel, ist es richtig angenehm, da wird man vom Fahrtwind getragen und ich glaube, die meisten werden in der Regel auch auf Dauer gar nicht schneller fahren, wenn sie mal die Autobahn nehmen. Also in der Hinsicht könnte man sagen, Sport ja, Tourer auch mit Einschränkungen. So Leute, nochmal zum heißen Oberschenkel auf der rechten Seite. Wir haben jetzt Kühlwasserthermometer, 101 Grad. Jetzt weiß ich auch, warum das Bein so heiß wird, weil der Lüfter vom Kühler vorne rechts sitzt. Und der bläst einem die heiße Luft richtig schön in den Oberschenkel rein. Herrlich, herrlich. So, was ich auch noch ganz cool finde, ist die
Anzeige des Displays, die wechselt, wenn man vom Hellen ins Dunkel fährt, auf Schwarz. Das sieht auch ganz cool aus. So, Hell-Dunkel-Grenze und... Komm, 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 komm. Ja! Sieht doch geil aus, finde ich. Also ich finde das schon fast cooler als das Design während des Tages. Richtig stark. Jo, das war unser Test zur Ducati Supersport 950S. Die Maschine kommt mit einer Garantie von 2 Jahren, gar nicht übel, unbegrenzte Kilometer. Immerhin. Kann man ordentlich heizen irgendwie. Ja. Service alle 15.000 Kilometer oder 12 Monate und die Ventilspielkontrolle. Wir haben alle 30.000. Genau. Mhm. So eine Desmo, insofern alle 30.000 müsst ihr hier mal vorsprechen. Mhm. Und ja, Wettbewerber, was fällt dir da ein? Die VFR 800, die es nicht mehr gibt. Genau. Ja, das ist doch eben Kawa. Ja, ne? Die Kawa, die Ninja 1000 SX, genau, dazu die ist passen. Vergleichbar. Oder die BMW RS vielleicht noch. Die aber wir auch nehmen. Die ist schon sehr sportlich hier, ne, muss man schon sagen. Die ja, fällt da ein bisschen stimmt. raus. Ne? Genau. Gut, ja, wir sind hier, sagten wir anfangs ja schon, bei Ducati in Hamburg. In der Parmreihe übrigens, nicht mehr im Natterfeld wie früher mal, sondern jetzt in der Parmreihe. Richtig schöner Laden hier. Wir gehen gleich auch noch mal rein und gucken uns ein bisschen um, ne? Was ja, hier auf noch jeden so. Fall. Und wenn ihr mal Lust habt, eine Duc zu Probe zu fahren, dann schaut mal hier. Tada! Stehen doch nicht alle, da vorne stehen auch noch welche. Der Super Soko für 1990 Euro, aber den meinst du wahrscheinlich nicht. Ich meine die ganzen anderen schönen Ducs, die hier rumstehen. Ja, ja. Also, wenn ihr mal eine Probefahrt machen wollt, kommt ihr mal vorbeigefahren zu Ducati Hamburg. Das war's von uns beiden, ne? Aus halt, das Wichtigste haben wir fast vergessen. Was denn? 500 Meter weiter die Currywurstbude. Oh yeah. Richtig gut, empfehlenswert zur Wurst. Zur Wurst, genau. Da gehen wir gleich hin. Aber wir machen jetzt erstmal Feierabend und grüßen euch aus dem lauten Hamburg. Salve. Und sagen Tschüss, Singer. Bis bald. Ciao. Mann, ist das ein Lärm. Geil, hier. Die MZ da hinten. Dün, 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 dün.